Weihnachtlich wird es an diesem Wochenende überall in Niederbayern, zum Beispiel im Bischofsmais. Den historischen Dachbodenräumen des Badehauses verkürzen Mundartdichter und Musikgruppen aus der Heimat die Wartezeit auf das Christkind. Die Wartezeit verkürzt auch Marianne Segebrecht mit einer musikalischen Adventslesung. Sie ist zu Besuch im Café Gloria in Zwiesel und sorgt für einen besinnlichen dritten Advent. In der ganzen Region finden natürlich auch an diesem Wochenende wieder jede Menge Christkindlmärkte statt. Diese sind natürlich auch eine gute Einstimmung auf Weihnachten. Aber halten Sie die Augen offen, denn unser Donau-TV-Nikolaus ist wieder unterwegs. Ein Foto mit ihm könnte Ihnen einen Skikurs für die ganze Familie unter dem Christbaum bescheren.